Yo, Haus Sims 4 Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Sims 4. Was passiert da gerade? Ich möchte, bevor ich jetzt die Geschwindigkeit des Spiels wieder auf 1 stelle, gucken, was sie da macht. Und warum bist du sowas von erregendes Geplänkel? Was ist denn passiert? Ich habe doch nur ganz kurz, bevor ich gespeichert habe, das Spiel noch weiterlaufen lassen, aus Versehen. Aber vielleicht auch nur irgendwie so, ich weiß nicht, wie lange. Okay, das ist ein bisschen länger weitergelaufen. Was ist denn in der... Da guckt man einmal nicht hin. Was machen die? Was ist? Versuchen zu stehlen. Okay, du stiehlst jetzt einen Busch. Das würde ich sehen. Sie hat einen Busch gestohlen. Alles klar. Level 4 der Schelmfähigkeit. Wir haben einen Busch gestohlen. Vielleicht machen die das mit dem Klauen so ein bisschen arg exzessiv. Ich weiß ja nicht. Okay, da wird wohl zur Schule gegangen. Wir müssen nicht zur Schule, ist ja Wochenende. Aber irgendwie scheinen hier alle zu gehen oder so. Aber unsere Tina ist noch da. Hi, Tina. Was macht sie denn für ein Film? Rumblödeln, das fand sie nicht so gut. Runde herbeirufen ist, glaube ich, eine ganz völlig... Was? Sie hat Oma Tuma Winken verprügelt. Ey, du guckst 3 Sekunden nicht hin. Und sie hat Oma Tuma Winken verprügelt. Ist jetzt beim Klauen erwischt worden, oder was? Oma und Chloe verabscheuen sich jetzt. Chloe hat folgende Merkmale kennengelernt. Oma ist gemein. Wow! Alter, die Oma hat es wahrscheinlich wirklich beim Klauen erwischt. Und jetzt haben die sich voll so geprügelt. Warum? Und die Oma geht jetzt, deswegen sind wir dann... Okay, dann lass mal hier... Wow, was ist mit... Ich glaube, die haben sich angeflirtet oder sowas. Ich glaube, die haben sich angeflirtet. Ah, natürlich. Wir müssen ihn eigentlich... Aber la Luca ist ein bisschen italienisch. Prego. Nur ein kleines bisschen italienischer Akzent. Ich weiß nicht, ob ich es hinkriege, nur ein kleines bisschen italienischer Akzent zu arbeiten, aber... Wow, sie ist... Wow, okay. Geht klar. Das mit dem Küsschen geben machen wir wieder raus. Das ist mega weird. Mega weird. Hört auf damit. Das ist voll creepy. Also wir haben wirklich die beste Gang, die man sich vorstellen kann. Wir haben einen Mafioso. Wir haben das gruselige Mädchen aus der Adams Family. Und wir haben unsere Punk-Rock-Pop-rebellierende Teenager Chloe. Das ist eigentlich voll der Hammer. Bisschen rumblödeln, bisschen... Was machen wir? Mach Tagfragen, voll gut. Ja, ich weiß, der Anzug steht mir unglaublich gut. Der Anzug, war ja teuer, oder was? Ja, natürlich war er teuer. Ja, ich fasse den an, haha, dein Anzug angefasst. Voll gut, auch nicht schlecht. Wie die sich anzicken, ein bisschen über Verschwörungstheorien reden und mit nach wertvollen Besitztümern freuen. Nee, das ist ja kleptomatisch, aber das sollte man trotzdem machen. Alter, voll cool. Das wusste ich noch gar nicht. Das ist eine sehr interessante Verschwörungstheorie. Das ist schon wieder der beste Ballis, ne? Jetzt muss ich denken, Italienisch sein. Damit rede ich gleich wie die Mario. Jetzt bin ich ja Mario. Na, ich bin Luca und ich rede ein kleines bisschen Italienisch. Ich besitze voll nichts Wertvolles. Ah, das ist ja interessant. Ich habe ein Handy, ja? Und deine Computer. Der ist sehr wertvoll, aber den kriegst du nicht. Oh Mann, kann man bei dir zu Hause vorbeikommen, wenn ihr so reich seid? Nicht, dass wir was stehlen würden. Niemals. Naja, wir stehlen doch nicht von unseren Kollegen. Natürlich nicht. Witze über Enten erzählen, alles klar? Erzählen wir einen Witz über Enten. Insider-Witze sind auch super. Jemanden parodieren, das versuchen sie oft ständig Sachen klauen zu wollen. Ich glaube, ich kann jetzt anderen Sims Klopf-Klopf-Witze erzählen. Das ist ein richtig, richtig großer Fortschritt. Also ich finde unsere Gruppe cool. Ich muss sagen, ich finde unsere Gruppe ziemlich cool. Wie geht's denn eigentlich dem Rest? Was ist da eigentlich alles los? Also unsere Amanda ist ja jetzt mit unserem Mio so Hairstyle-Bros. Und wie geht's unserem Akito? Was ist mit ihm? Also er hat sich ja an die Sina ein bisschen rangemacht. Aber ich kann mir vorstellen, dass das nicht so funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat. Ihr habt auch gesagt, das ist nicht so
Akitos Welt, er ist so auf Teufel komm raus, versuchen, ist Mädchen, er mag Mädchen und gleich anbaggern. Weißt du, nicht so, aber vielleicht schafft er es ja, dass daraus sogar mehr wird. Steve, keine Ahnung, wo wohnt Steve eigentlich? Wohnt er irgendwo hier? Wo wohnt Steve? Ich möchte unsere Teenager, mit denen wir ja dann quasi in die neue Staffel auch starten, ein bisschen näher kennenlernen. Wir haben jetzt richtige Gruppen, wir haben jetzt richtige Lager und große Veränderungen an unseren Sims. Dementsprechend wäre es halt cool, sie jetzt mal näher kennenzulernen, sie halt, solange sie halt auch noch Kinder sind. Ach, guck mal, bei den Wagners sind die Zwillinge endlich auch groß geworden und die geile Schnalle vom Herrn Wagner sieht ein bisschen älter aus. Bei dem Mangold ist gerade nicht großartig was los. Bei den Baumgartners verändert sich sowieso nichts. Da wird nur gewachsen und Photosynthese betrieben. Genau, das ist unsere mangoldsche Familie. Alter, die wohnen ja aber auch in richtiger Finca hier. Das ist ja unglaublich. Schauen wir mal hier. Was haben wir da? Da wohnen unsere Künstler mit Kohle. Richtig, Leo ist mit seiner neuen Freundin wieder unterwegs. So ein neues Jahr auch nicht mehr. Derp und Mandy haben wir auch schon lange nicht mehr besucht. Die Dinklen. Ja. Jansen-Familie, die sehe ich irgendwie nie. Das ist noch der Rest von Zimmerfrei. Hier ist das Mangoldsche Urgestein. Die Offermann-Zwillinge. Cat Girl und Cat Boy. Also da wohnt halt immer noch die Schwester von Mikesh. Und ihre Eltern. Da wohne ich und da wohnt auch Marvin. Forever Alone-Familie. Die Goth-Familie wohnt da. Hier sind noch viele Häuser frei. Da sind noch voll viele Häuser frei. Wieso wohnen da alle keine Sims? Sollen wir mal hinplatzieren. Hier wohnen die Alsterhilgers. Okay. Natürlich die Alistors. Und natürlich unsere Wasserfalls. Und dann haben wir, die sind in, weil sie Inder sind. Ja, ich wusste nicht, wie ich die Familie sonst benennen soll. Da wohnt der Rohan. Und da wohnen unsere Bros mit unserer Brosine. Darkest-Familie, die ich mega abfeuer. Die sind einfach mega cool. Die gibt es halt in einem Restaurant. Dann haben wir die Björksons. Das sind dann unsere schwedisch-ähnliche Familie. Ich könnte mir vorstellen, dass die Björksons irgendwie... Das ist, glaube ich, gar nicht schwedisch. Ach, keine Ahnung. Ich habe doch keinen Plan mehr. Die drei Freunde. Panther. Alter, was wir alles erstellt haben für Sims. Genau. Unsere Lieblingsfamilie. Also, meine Lieblingsfamilie. Weil ich auch... Also, was heißt Lieblingsfamilie? Yuki und... Wenn das dann mal Familie wird. Ihr wisst, was ich meine. An diesem Haus muss ich noch weiterbauen. Unser cooles Restaurant steht hier, frisch verlobt, von dem aber auch lang nichts mehr gehört, ne? Unsere Selina. Da wohnt die Familie Erdkrümmung. Da wohnen auch die Zwillinge. Da waren wir noch nie. Wer ist das die Mutti von den Zwillingen? Ne, Sina Zitterstein? Alexandra Zitterstein, das ist dann wohl die Mutti von den Zitterstein-Zwillingen. Und Tim Lorenz Erdkrümmung und Ling Erdkrümmung ist das dann, ja genau, der Vater von der Sam Alina Erdkrümmung. Ich erinnere mich, die hatten wir erstellt. Das ist ein bisschen länger her. Da ist mein Gehirn, hat da so ein bisschen Lags. Genau, unsere Singles, die ich einfach mal in die Stadt platziert habe, mit Leute haben, die dran vorbeigehen. Und dann haben wir noch Apartment. Da wohnt die Transsexuelle mit ihrer Frau. Ist das politisch korrekt? Keine Ahnung. Das ältere Ehepaar. Und so ein Dude, der bei seiner Oma wohnt. Dude, der bei seiner Oma wohnt. Aber dann wohnt unser cooler Typ. Hier wohnt niemand in den im Grillladenausguck. Wie sieht denn der Grillladenausguck eigentlich aus? Dann könnten wir vielleicht ja ein paar Familien hier platzieren. Gerade so in der Nachbarschaft. Und gerade so für Akito eigentlich ganz cool. Das könnte ich mir vorstellen. Oder dann halt doch warten, bis die neue Stadt dann... Und dann ihn da wohnen lassen. Ey, das ist eigentlich voll... Aber ich will mir wenigstens das hier mal angucken. Ach, guck mal, die haben ja so ein richtig großes Haus hier mit Fitness und allem drum und dran. Das müsste aber noch zum Teil eingerichtet werden. Ja, aber das ist schon eine machbare Sache. Wir machen das so, dass... Oh, ich habe seinen Namen vergessen. Der dunkelhäutige Bro von Akito dann in der neuen Stadt wohnt. Und sie halt, er halt auch bezieht, da sich entscheidet, zusammen mit ihm und Rohan vielleicht irgendwie eine WG zu ziehen. Und dann ziehen Chloe und ihre Coolen halt auch dahin, vielleicht ein luxuriöses Haus, weil Luca sich das leisten kann. Genau, und aus der einen Schwester
Also wir haben ja eine gruselige Schwester und die andere ist auch eine gruselige Schwester, das sind Zwillinge. Machen wir halt was ganz anderes. Die durchlebt so eine Phase, so eine Popmädchenphase und verändert sich total und will sich total verändern und nicht mehr so sein, auch nicht wie ihre Schwester, weil sie es total schlimm findet, dass sie so viel Unfug baut und so viel Mist baut. Und richtig, das ist voll gut so von der Story her. Und dann Mio und Amanda, die zusammenziehen. Und da weiß ich noch nicht, mit wem zusammen eventuell. Da schauen wir dann nochmal. Gucken wir mal. Ja, das könnte ich mir richtig gut vorstellen. Weil wir haben doch diese Apartment-Wohnungen. Und zwischen den Apartments soll man wohl hin und her wechseln können. Und man sollte mit den Apartments, wie soll ich sagen? Ja, man sollte mit den Apartments dann dieses Szenario spielen können. Drei wohnen da, zwei wohnen da, dann, okay, die anderen wohnen in einem Haus, weil Luca sich das leisten kann. Und dann könnte man noch andere hinzufügen, andere Sims, die wir dadurch kennengelernt haben. Ich bin mal dafür, dass wir uns wieder um Akito kümmern. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Das haben wir auch schon voll lange nicht gemacht. Ist zu Hause, es ist Wochenende und ja, ich kann mir vorstellen, dass jetzt zum Beispiel seine, an Anführungsstrichen, Freundin, also das Mädchen, mit dem er angebandelt hat, unsere Sina, dass die vielleicht Redebedarf hat, weil ihre Schwester plötzlich voll renitent wird und halt, ja, zu so einer richtigen Gang gehört und nicht nach Hause kommt und die ganze Nacht in der Disco ist und sie weiß jetzt so nicht, was sie machen soll. Finde ich gut von der Geschichte, das gefällt mir. Das hat richtig Potenzial für die neue Staffel, voll geil. Und natürlich Teenager-mäßig dann noch mit Theo und so weiter und so fort. Wir werden die anderen Leute immer wieder sehen. Ach du Schreck. Stehen hier wieder alle nackig auf der Straße, weil das Spiel das neu geladen hat. Testing, Cheat, True. Dann korrigieren wir das gleich mal. Kannst du dahin? Sally kann ihn vor die Garten. So. Und dann kann Chrissy sofort so zu sich so zu Hause. Und Vater kann, ich weiß nicht, hier arbeiten. Mami kann hier arbeiten. Ich mache das ganz gerne über die Teleportfunktion, weil das sonst ewig dauert. Und ich finde es super unrealistisch, dass das im Spiel überhaupt so funktioniert und passiert. Du zum Beispiel musst doch bestimmt für deine Arbeit was machen. Aktien forschen hast du noch nicht gemacht. Ja, Mann, aber manchmal will ich halt auch nicht solche Sachen machen, ne? Du sollst in deine Aktien herumforschen und dann kannst du auch mal in Aktien investieren. 5000 Simoleon. Nein, das ist das ganze Haushaltsgeld. Lass das lieber. Dann Berichte ausfüllen. Das ist bestimmt auch wichtig für den Job. Und Svenja, freundliche Interaktion. Du kannst ja dann ein bisschen mit ihm reden und sowas. Und Sarah kann an ihren Büchern weiterschreiben. Wo war das? Schreiben? Weiterschreiben. Magnetstürme im All. Und Jacob kümmert sich um sein verspieltes Lied. Birrit kann auch weiter Schreiben üben. Schreiben üben. Was können wir denn jetzt? Wir können immerhin schon Kurzgeschichten schreiben. Das ist auch was. Sally kümmert sich. Musst dich gar nicht um Garten kümmern. Im Garten geht es voll gut. Dann kannst du Gartenbuch lesen. So. Und Akito steht hier draußen rum. Und du kannst ja mal deine Sina einfach anrufen. Die haben auch keine richtig emotionale Bindung und sowas, aber er fühlt sich gerade wohl. Nachdem wir erstmal eine SMS schreiben. Hey, ich muss gerade voll an dich denken. Wie ist dein Sonntag so? Ich schreibe dir meine SMS. Akito. So. Gut. Jetzt chill ich und warte, dass sie mir zurückschreibt und merke, dass ich nicht chillen kann, während ich darauf warte, dass sie mir zurückschreibt, weil mich das jetzt schon wahnsinnig macht. Das war keine gute Idee, nicht darüber nachdenken. Oh, cool, cool, cool. Sie ruft gleich an. Garten des Chalets in der Garden Wedding Chapelle. Du hast recht, Akito. Heute ist ein toller Tag. Ziehen wir los und dann sehen wir uns. Ey, yo, klasse. Voll geklappt, Mann. Ja, ja, ja. Akito, macht das vielleicht? Wer weiß, vielleicht ist das ja... Wäre das ja auch interessant, wenn die beiden so eine Phase zusammen durchmachen. Dass sie halt so diese Phase durchmacht, weil ihre Schwester so durchdreht. Und er muss ihr dann versuchen, da irgendwie zu helfen oder sich da durchzufinden und so. Und lernt dabei auch sich selbst noch ein bisschen besser kennen. Das kann ich mir voll gut vorstellen. Ja.
Okay, Geister. Okay, Geister. Mit Freunden abhängen. Das ist doch schon hier kein... Kann ja mal so ein bisschen hier so nach dem... Komm, so. Bisschen ernste Gesprächsthemen. Hey, deine SMS klang so ein bisschen. Keine Smileys und Emojis. Ist alles voll cool. Habe ich irgendwas... ich wollte nur nachfragen. Sicher ist sicher. Ach so, ja, die Emojis hatte ich vergessen. Also ich mache immer so Lama-Emojis. Dann weiß jeder, dass ich cool bin. Bist du cool? Alles cool? Du siehst gut aus. Ja, ich habe den ganzen Tag Videospiele gespielt und so. Wieso machst du jetzt ein Selfie? Wollen wir einen Kaffee trinken gehen? Irgendwie ein bisschen weird. Was war weird? Es war super schönes Wetter heute. Ja, wir können Kaffee trinken gehen. Ich weiß nicht, ob es hier Kaffee gibt oder sowas. Können wir mal... sonst gehen wir zu mir nach Hause, weißt du? Also jetzt nicht ins Bett, wollte ich sagen. Ich wollte mir ja eigentlich die Kunst anschauen, dass wir vielleicht so ein bisschen durch die Gärten flanieren. Ja, das war so ein Mädchending. Ich bin der Coole. Nee, eigentlich mache ich sowas auch gerne. Ich mag auch Kunst und sowas. Tut mir leid, ich bin da manchmal ein bisschen weird. Ich kenne mich damit nicht so aus. Und ich weiß nicht. Wollen wir durch die Stadt jetzt hier ziehen oder so? Alles klar, hör auf mir auf die Brüste zu starren. Der Tag ist viel zu schön, als dass ich ihn mir noch mehr versauen lassen sollte. Wie jetzt versauen? Soll ich was aufräumen? Was ist los? Wer hat dir was versaut? Geht ja gar nicht, Mann. Ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Wenn du keine Konversation kannst, ne, machst du es so. Ja, meine Schwester ist heute vorhin nicht nach Hause gekommen und die benimmt sich so ein kleines bisschen seltsam. Echt? Naja, vielleicht ist die einfach bei Burger King eingeschlafen oder sowas, keine Ahnung. Mir passiert das auch manchmal mitten beim Essen oder beim SMS-Schreiben. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube einfach, die macht jetzt andere Dinge. Also, ich bin nicht mehr so cool für die oder sowas. Wieso ist sie jetzt weg? Was? Das Spiel macht das einfach immer absichtlich. Was ist eigentlich mit den Geistern los? Und warum ist die Mimsi immer voll geil? Ist voll der geile Geist. Ey, wo bist du gerade hinteleportiert? Das ist ja voll weird, dass du einfach so hinteleportiert bist und so. Das macht mir schon so ein bisschen Sorgen. Nicht, dass ich jetzt mit der Zwillingsschwester geredet habe oder so, das wäre mega creepy. Wo ist sie jetzt? Ah ja, da ist sie. Gruppe ansehen? Nein, das will ich gar nicht. Ich will Aktionen zur Runde hinzufügen. Und ja, dann könnt ihr beide nochmal zusammen hier hingehen. Zu diesem romantischen Torbogen. Hallo? Spiel. Sehr gut. Und dann gehst du jetzt einfach mal genau hier auf Umarm im Busch rumschmusen, ist klar. Knuddeln. Knuddeln ist doch schön. Ja, hier steckst du, ich hab mir schon Gedanken gemacht. Also, erstmal drücken hier so, wenn deine Schwester weird ist, da kann ich das. Also ihr seid Zwillinge, ne? Das ist so ein bisschen so, dass damit kenne ich mich nicht aus. Lass uns mal ein Bild machen hier, weißt du? Dann ist der Tag gleich viel schöner und so. Ja, Mann, du hast doch auch eine Schwester. Du weißt doch, wie die komisch sein können und so. Naja, jedenfalls, gib mir jetzt was essen oder so. Ja, Mann, meine Schwester auch manchmal voll das Lama, aber kein Problem, ey. Ja, machen wir einen auf, fliegen wir, machen wir Überflieger, machen wir einen drauf, gehen wir zusammen durch den Park und so ein Zeug. Aber ich finde voll nett, dass du dich da so um mich kümmerst. Ja, Mann, ist doch selbstverständlich. Ich kann mir aber vorstellen, dass es so, Aki, so wirklich so ein selbstverständlicher Gentleman quasi dahingehend ist. Wartet mal, machen wir das nochmal anders. Können wir nochmal zusammen hier hingehen? Ich brauche noch ein Screenshot, ein schönes. Mit euch zweien zusammen hier hingehen, so. Klappt das? So, hier müsste das gut gehen. Und gibt es dann irgendwie so... Gab es denn nicht mal dieses Händchen halten? Nee, das ist gerade irgendwie voll nicht da. Dann machst du nochmal knuddeln. So, weil das einfach ein zuckersüßes Bild ist, wie die beiden da stehen. Und man hat so diesen Torbogen, die knuddeln. Ich bin... Oh, wie Akito guckt. Ich kann mir halt richtig vorstellen, dass Akito so jemand ist, der sich dann da voll reinhängt, gerade so. Auch wenn das jetzt vielleicht so eine etwas merkwürdige Art war, wie sich die Beziehung zwischen den beiden geknüpft hat, könnte ich sagen. Könnte mir vorstellen, dass das Potenzial hat. Weil er ist ein bisschen merkwürdig, sie ist ein bisschen merkwürdig. Und merkwürdig ergänzt sich gut. Da ist dann viel Verständnis füreinander. Oh, ich bin sehr gespannt, wie sich das alles entwickelt. Ich weiß, es gibt hier viele Shipper auch zwischen Akito und Chloe und Akito und Ronan sogar. Und auch Akito und Amanda habe ich schon gelesen. Was ist mit Akito und Sina? Und wie nennen wir das denn? Akna klingt ja komisch.
Akitosinato oder so. Ach, ich weiß nicht. Ihr denkt euch da bestimmt irgendwas aus und ich weiß nur noch nicht, wie sich das entwickelt. Spannend. Macht's gut, Leute, wir singen.